Guten Tag und herzlich willkommen zu 7 Days to Die Alpha 18.2 mit dem Spielekaiser mitten unter der Erde morgens um 4:30. Guten Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Gute Nacht. Ihr wollt mal runterkommen, sich das angucken? Ich wollte mal schauen. Du hast gebuddelt die ganze Nacht. Ja. Ich habe ein bisschen Hände sortiert. Oh, da war ein Dix noch. Ja. Übrigens, der Bedrock sieht anders aus, oder? Haben die Texturen ausgetauscht? Ja, der ist nicht mehr so blau, ne? Der sieht irgendwie normal aus. Das sieht jetzt aus wie ein normaler Stein, sieht's halt aus. Guck mal, hier ist Gravel. Das war hier, ist Eisen. Ja. Nee, LED. Ja, ja. LED ist da. LED, perfekt. Da bin ich durchgebuddelt. Ich habe auch ein bisschen was in der Tasche. Er ist noch nicht besonders groß, aber das ist unser. Auf die Größe kommt es doch nicht an, ne? Nein, auf die Technik. Wissen wir ja. Ein Sportwagen ist auch nicht. Dann nehmt ihr hier direkt mal ein bisschen LED mit. Das ist super. Ja, warte mal, lass mich mal einen Rüssel reinhalten. Ja. Halten Sie Ihren Rüssel mal dahin. Oh, das war ordentlich. Ja, ja. Oh, XP, das ist ordentlich. Wir brauchen eine zweite Orga. Dringend. Ja, können wir eine bauen eigentlich oder müssen wir eine finden? Theoretisch kannst du eine bauen, ja. Man müsste irgendwie. Kannst du dich noch an die 7 Days to Die Version erinnern, in der man Abdrücke, also Formen machen musste? Ja, klar, die Molds. Und ich fände es irgendwie geil, wenn man wie damals dann irgendwie alles Mögliche halt abformen könnte, weißt du so? Mhm. Ich hab 80 Punkte. Guck mal. Was doch? Agility, wo war's denn? Ich glaube, es war hier Advanced Engineering. Genau. Advanced Engineering, Rang 4, Inventor. Dann kannst du Orgas oder Orga bauen. Intellekt. Ja, das ist ein Scheiß-Skill. Entschuldigung, aber es ist so. Soll ja irgendwie auch überarbeitet worden sein, nochmal die Skills, oder? Möglich. Wie krass sieht denn bitte die Textur aus? Das fällt mir jetzt erst auf. Hübsch, ne? Das ist ja, sieht ja aus wie so gerostetes Metall oder so. Ja. Weißt du? Also wie oxidiertes Metall, so rum, nicht gerostet. Schick, schick, schick. Ich lasse das aber so. Das ist ein schöner Screenshot. Ja, nice. Motherload, nehme ich auch nochmal einen mit. So, nur 5 Punkte übrig. Wo schmeißen wir den Hidden Strike wohl? Können wir uns Munition machen? Running Gun nehmen wir mit. Ja, ich mache schon Munition die ganze Zeit. Das ist schon. Die Maschinerie läuft. Langsam, aber stetig. Minibike Master. Nee. Better Barter. Nee. Obwohl, Better Barter. Du bist doch der alte Händler, oder? Du bist doch beim Händler der beste Kumpel. Wo ist denn. Ach, Level 3 ist erst der Secret Stash Better. Besser. Better Call Saul. Da brauche ich Intellekt Level 5. Jetzt habe ich gleich keinen Sprit mehr. Na komm. So, hast du ordentlich LED rausgekriegt, ne? Boah, müsste. Ich guck jetzt gleich mal. Ich würde jetzt gerade die letzten großen Flocken hier, wenn wir schon mal unten sind. Oh, ja. Oh, das. Aufpassen. Klumpen des Todes. Das ist ein ganz schön großer LED-Flöz hier. Oh, Schatz, pass auf! Das ist riesengroß. The item needs to be repaired. Ah, es ist kaputt georgert. Ach, das bisschen. Ja, ich würde sagen, wir nutzen den Tag, oder? Das können wir an der nächsten Nacht nochmal. Ich geb dir mal den. den Kram, den ich jetzt. Ja, die Orga kann ich auch geben. Erstmal mit hoch. Sieht schick aus, wie das Licht hier hoch geht, in dem Gang. Ja. Ein Lächeln, nein. Ich dachte, mein Hintern. Ja, der sieht auch sehr schick aus, natürlich. Ja, ja. Du hast auch keine Unterhose an, sehe ich. Sehr schön. Nee. Freischwinger. Ja. Hier fehlt ja eine Leiter. Irgendwie. So. Ja, ist nicht der intelligenteste Aufstieg, das muss man schon sagen. So, wo soll ich dir mal Steine etc. reinkloppen? Kommst du in die Portes direkt. Dann mache ich in der rechten, hatte ich glaube ich angesetzt, Steine, genau. Oh, ich habe ja nochmal 6000. Okay. Geht nicht. Ne, mehr als 6000 geht nicht pro Stack.
Gut, die letzten 699 habe ich mal auf. Ich habe übrigens 5 Kisten gemacht. Oh. Weißt du, was wir machen könnten? Cobblestone Rocks. Müssen wir doch hier mit... Quatsch, wie heißen sie? Doch, Cobblestone heißen die doch, oder? Diese Platten. Ja. Nee, wie heißen die denn? Weißt du, wo die Steine draus machen? Wie heißen die denn? Diese, Flagstone. War das Flagstone? Ja. Genau. Dann mache ich jetzt mal einfach 50. Und dann mache ich mich unten den Boden in dem Raum, weißt du? Aber die Blöcke, ne? Keine Platten. Ja, die Blöcke, genau. Als ja. Boden, weißt du? Ja. Gut, das läuft jetzt erstmal durch. Ich hatte hier auch noch Wet Concrete Blöcke angesetzt. Die würde ich jetzt mal kurz mit runternehmen. Willst du die Orga haben? Ja. Sie ist leer und kaputt, ne? Nein, die ist ganz. Und hier hast du nochmal 10 Repair Kits. Yay! Danke. Kannst du auch so machen? Ich gebe dir das LED, ich Profi. Hier, ich drop dir mal ganz kurz die, 2749 LED. Danke. Kann ich auf deinen, du hast da so ein Straßen. Scrap ein Nummernschild auf deinem Oberschenkel. Ich dachte, ich könnte es streicheln, aber es ging nicht. Ich dachte, du könntest mich streicheln, ja. Dann mach mal. Mit der Pickaxe auf deinen Ort. What? So, ich mach mal. Ach, wir haben nicht genügend Eier. Hast du noch Eier? Nee, gell? Hast du nicht? Nee. Die Größe nicht. Da geht niemand ran. Da geht keiner ran, mein Freund. Wo? Bier, Crane Alkohol, wir haben kaum Tee, ne? Das ist ein bisschen schade. Ich hab noch 4 Golden Rod, 3 Golden Rod und 5 Red Tea. Ja, ich habe jetzt einfach Wasser getrunken. Ich wollte mich mal dehydrieren. I wanted to hydrate myself. So, wo sind die Händler? Ach, die waren in 2 verschiedenen Richtungen, ne? Wir hatten 2 verschiedene Händler, meine ich ja. Mhm. Boah, 2 Kilometer weg und deiner war auch immer am Arsch der Welt. Wir haben nichts zu essen. Das ist doch irgendwie dumm. Ich habe noch ein bisschen Schäme in der Tasche und wir haben noch so viel, Was, wir haben noch zu essen? Ich habe Schäme hingeschmissen. Wir haben noch so viel Fleisch gehabt. 121 Fleisch. Ja, soll ich mal das durchgrillen? Genau, dann, das dann können wir machen. Wir können nochmal ein Feld anlegen. Ich kümmere mich mal um ein kleines Feld. Okay. Ich dachte, du wolltest jetzt Orgern unten, aber okay. Wie viel haben wir denn? Wir haben ja erst Tag 9. So. Ist noch Luft. Rein theoretisch haben wir Richtung Westen haben wir jetzt gebaut, ne? Gebohrt. Gebaut. Genau, wir können einmal oben gleich zeigen, wie... Wir könnten einmal... Willst du... Natürlich. Pass auf, ich gehe unten rein und du gehst an die Position. Du gehst an die Position, dass du dich von oben einmal nach unten bohrst. Damit wir den Abgang schon mal das haben. Können wir machen, oder? Irgendwo ist hier... Dann gehe ich nämlich unten dann in den Raum rein, in den vermeintlichen. Dann machen wir das erst, ja. Achso, wollen wir die Wet Concrete Blöcke hatte ich mitgenommen. Die können wir mal wieder hier einfügen, wo die sich hier durchgedengelt haben. Ja, okay. So. Ich komme jetzt da runter und du musst von außen dann mir auf den Kopf bohren. Jupp. Hier geht's rein. So, theoretisch kann man sich ja eine Leiter fallen lassen. Ach nein. Ich bin auf die Kante aufgeschlagen. Autsch. Ja, warum auch nicht Beine brechen? Ich meine, das kennt ihr ja. Das muss ja sein. Und das war auch richtig gebrochen. Das ist nicht nur angeknackst gewesen. Aua. Aua. So ein Weh. So, ich stelle mich mal in die Tiefe rein. Hier. Bohren Sie mal bitte runter. So, jetzt müsste ich so irgendwie auf dir stehen. Du stehst auf mir. Ich gucke mal auf der Map. Yo. Ja, noch ein Stück. Du bist blau, oder? Nur ein Stück vor, runter, oder? Ich komm runter. Ja, gut. Das langt ja für unser Vorhaben. Gut, du hast die Position, dann kann ich wieder hochgehen. Naja. Oder ich könnte schon mal, wenn du jetzt unten durchkommst, könnte ich schon mal anfangen, die Wet Concrete Blöcke zu setzen. Ach Quatsch, Wet Concrete Blöcke, die Flagstone. Ist so ein riesen LED-Vorkommen. Ja genau, ich gehe davon aus, dass das LED-Vorkommen an der Stelle ist, wo wir unten schon abgebaut haben. Ja. So, der Gang ist doch 3 hoch, genau. Ne?
Ja, könnte knapp werden mit dem Sprit. Nicht dein Ernst? Dann steckst du da fest? Nee. Soll ich den Sprit runterwerfen? Runterschmeißen? Ja. Genau. Ja, warte mal, wir gucken erstmal. Ich habe zur Not noch eine Pickaxe dabei. Aber. Also, ich bin bei auf plus 4. 80 Sprit. Ich bin bei plus 39. Das reicht nicht. Niemals, nein. Okay, ich komme hoch. Plus 39 und bei plus 4, ja, das ist ein Nachteil. Ich mach's mal händisch ein bisschen. Hab ich schon Kaffee? Nee, hab ich. Na, ich guck mal, ob wir noch eine Kiste haben, ansonsten muss ich mal schnell ein Auto auseinanderschrauben. Ja, ich mach mal so lange mit der Pickaxe weiter. Ja. Hier fehlt eine Leiter. Hier fehlt ein Leiterstück dazwischen. Aber es hindert einen nicht, ne? Nee, es kannst drüber, komischerweise. Wundert mich auch, das hubbelt nicht mal großartig. Aber ich bin, glaube ich, unten auf der Kante aufgeschlagen, weil es da nicht so symmetrisch war. So haben wir noch. Ja, wir haben noch 230, das langt aber uns lange nicht. Okay, ich habe eine Wrench dabei. Ich gehe mal ganz kurz raus und gucke mal, ob ein Auto irgendwo vor der Tür parkt. Hey, ist mein können wir nicht herstellen? Kannst du schon... What? Gas ist kein Rezept. Ich kann es auch nicht herstellen. Ohne Gas... Nee, ich auch nicht. Yeah, Science. Es ist Craft Advance. Aber ich hab Punkte, habe ich. Ein Skill muss ich noch. Ein Punkt brauche ich. Achso. Also Yeah, Science, dann... ja, dann bist du da eher in einem... Achso, Yeah, Science meinst du? Science. Yeah, Science. Habe ich nicht einen Punkt drin. Also bist du okay. Unser Spritmeister. Alright. Also ich habe jetzt 230 Sprit. Die würde ich jetzt einfach mal erstmal runterwerfen, bevor ich hier groß rummache. Ich bin so langsam. Ich bin jetzt bei 26. Ja, 230 könnten reichen, dass du da unten durchkommst. Na komm. Komm. Du unsportliches Etwas, ja, wie im wahren Leben hier. Habt ihr noch Schnee eigentlich? Nee, das war nur der eine Tag. Ah. Das war der. So, ich probiere. Guck mal, müsste kommen. Achtung! Ist angekommen? Nee, bis jetzt nicht. Du hast ja aber auch nichts. Da kommt's her. Wunderbar. Jetzt. Sehr gut. Danke, well. Platsch. Ach ja, Löcher buddeln. Ich wüsste gerne mal, wie viele Löcher ich schon gebuddelt habe in 7 Days. Ja, oder Blöcke bewegt. Das sind bestimmt ganz spannende Statistiken, ne? Ich hätte gerne mal so Gesamtstatistiken, so wie viel Kugeln verschossen, wie viele Zombies getötet, weißt du, so die Dinger erstmal. Ja. Dann wie viele Sachen gecraftet und so weiter und so fort. Das wäre geil. Und, wie hoch bist du? Plus 12. Und Sprit drankt, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, ne. Ach man, da muss ich ja wirklich nochmal los. Jetzt hole ich mal das Fahrrad. Ich hack's gleich mit der Spitzhacke und dann geht das schon. Und Sprit ist leer. Ja gut, plus 12 sind 8 Blöcke, ne? Das kriegst du mit der Spitzhacke auf jeden Fall hin, ja. Und durch. Sehr gut. Richtung Westen wollen wir aber... Wir wollen den Aufgang Richtung Osten, oder? Den Aufgang würde ich sagen Richtung Westen auch. Und dann läufst du immer, wenn wir die Rampe nach Richtung Westen ausrichten. Ja gut, einfach nur deswegen, weil man runterkommt und dann den Gang direkt weiterlaufen kann. Ja. Ich habe gerade einen Knick im Gedanken gehabt. Ja, schön, da sind wir. Tada! Und wir wollten mal zum Händler, ne? Genau. Aber 2 Kilometer mit dem Bike ist schon... So, ich probiere das jetzt nochmal, ohne mich an der Kante hier aufzuhängen. Ich haxel nochmal eben kurz ein bisschen LED, weil das gibt Punkte. Ja, mach mal. Ich wollte nur schnell dann können wir auch mal kurz in die Wüste ein bisschen Öl holen, dann haben wir erstmal Benzin für Jahre. Du könntest mir dann einmal die Orga geben, dass ich... Achso, wir haben keinen Sprit. Hahaha. Würde ich nämlich den Gang wieder eins höher machen. Tada, wieso 2 reichen noch? Ja, ich dachte, dass man irgendwie vielleicht durchglitscht. Oder haben die das? Das ist alles in Ordnung. So. Ach, warte kurz. Wo war's denn?
Yes, Hans, Professor. So. Dann kann ich an dir vorbei? Nee. Schade. So. Müsste man dir vorbei, dann würde ich die letzten Steine da... Es kann doch nicht sein, dass man sich ja nicht aneinander vorbeidrücken kann. Nö. Wenn ich jetzt doppelt E drücke, wie so eine Tür, die ich öffnen möchte. Muss dringend was essen. Wir brauchen was zu essen. Achso, wir haben ja nicht mehr ausgehoben. Ach, ist doch alles dumm, ey. Jetzt renne ich wieder zurück. Ich fahre gleich erstmal in die Wüste und hole ein bisschen Öl. Und dann können wir Benzin herstellen. Für die Order. Ja, dann gucke ich mal in die andere Richtung, was hier noch in der Umgebung so gibt. Im Fahrrad. Nee, ich muss aber erst was futtern. Ich habe halt null Ausdauer. Aber ich habe noch zwei Punkte. Ich glaube, ich werde hier auf den Sexual Tyrannosaurus gehen. Und der letzte braucht Level 7. Naja, so viele Punkte habe ich nicht. Gehe ich noch einen auf Packmule. So, jetzt müsste mein Inventar eigentlich... Ja, bis auf einen Platz habe ich jetzt alle Plätze ausgeskillt. Durch die Taschenmod. Was ist denn da vorbeigefallen? Hallo? Wir kommen... Sag mal, geht's noch? Lass mich kurz ausmüllen. Ja, ja, aber hier beim Loch, weißt du, wie runtergeschissen. Ja, ich glaube, es brennt. Überraschung. So. Du wolltest ein Feld machen, ne? Muss man aber auch alles ja, lernen, noch, oder? Ja, ich hole erstmal Benzin jetzt, das ist... Muss man auch alles lernen, meine ich, oder? Plotz, Farmplotz kannst du so bauen. Holz, ich brauche nur ein bisschen Nitrat. Und noch Nitrat irgendwo ein bisschen rumfliegen. Ja, lass mich das doch mal. Wenn du jetzt in die Wüste fährst, dann würde ich mich um die Felder kümmern, dass wir was zu essen haben. Ja. Ja, lass mir die Axt da, das wäre gut. Dann kann ich mich ein bisschen Holz holen. Was ist denn das da? Wir haben nur eine Kettensäge, ne? Haha. Ah, na ja, gut, aber kein Sprit. Dann besorge ich Sprit und säge ein paar Bäume um. Und Holz. Alles klar. Hier. So, jetzt kannst du Farmplotz machen. Ich besorge eben Sprit. Alles klar. Wie brauchen wir denn? Das sind so einzelne Kübel, ne? Ja. Wo wollen wir die ansetzen? Müssen die oberirdisch sein? Ich glaube ja. Ich weiß nicht, wie es ist unter der Erde, wenn du ohne Lichtanfall arbeitest. Ja, wieso kann ich denn immer nur einen Farmplot herstellen? Das kann nicht sein, das ist vom Material langt. Hä, bin ich doof? Hä? Wieso kann ich nur einen herstellen? Das weiß ich nicht. Also theoretisch kannst du sagen hier... Klick. Ah, es liegt am Clay Soil. Alles klar. Ah. Dann nehme ich mal die Schaufel. Ja. Ich habe das unten gar nicht gesehen, dass das soll. Das Soil sieht irgendwie komisch aus. Finde ich, sieht aus wie so alte Kittmasse oder sowas in der Art. Ich finde es ja nicht schön. Knetmasse. Es ist, als wäre Leuchtstoff drin. Das sollte was Besonderes sein. Oh. Hat man nicht irgendwo schon mal Erde rausgezimmert? Das wäre nicht irgendwo in der Nähe. Na, wenn nicht, gehe ich ja einen Zaun meinem Nachbarn und buddel da so ein bisschen. Ja, den stört's eh nicht mehr. Von daher. Ja. Ey, was macht ihr da? Oh, sie lebt noch, Entschuldigung. Das war keine Absicht. Zombie-Frau, Zombie-Mann. Ich darf nur ein bisschen. Ja, freu dich. Wobei, ich könnte ja die Fläche um das Loch, was wir gebuddelt haben, ein bisschen absenken, ne? Dass wir da Stein reinmachen. Dass wir schon mal eins tiefer sind. Ja, ja, ja. Das geht. Machen wir das mit Wet Concrete Blöcken oder nehmen wir das, wir haben ja noch die Rebar Frames. Könnten wir als Basis nehmen. Ich würde Wet Concrete Blöcke nehmen, weil es einfach schneller geht, weißt du? Schneller als Rebar? Ja, zum Herstellen und so weiter. Wir haben ja schon einige. Ja. Bin ich jetzt total blind? Was ist denn los? Ich bin so lahm, als wäre ich in der Hocke, bin ich aber nicht. Das ist doch ätzend. Ja, ich auch, weil ich gerade in der Hitze bin hier und ich finde kein Oil-Shale für Ölschiefer vorkommen. Nicht. So. Hast du jetzt einen ganzen Satz gebildet? Ich finde kein Oil-Shale. Nicht, finde ich. Und hier ist etwas. Ein Geier. So staccatoartiger Satz war nur noch. Ich bin in der Wüste angekommen. Und es ist Öl. Nee, was ist es? Das sieht aus wie ein Meteor, der eingeschlagen ist. Wie geil ist denn das? Wo das Oil-Shale drin ist?
Nee, nee, wo hier der ich glaube, es ist Eisen. Oh. Hauptsache, ich stehe mal schön im Kaktus. Kaktus? Es ist Eisen, ja. Es ist Eisen, okay. Dann markiere ich das mal. Es heißt Kakteen, ich meine schon dich. Es heißt Kakteen, ist mir kackegal. Das war jetzt ein Witz. Das ich war doch dieser. Okay, alles klar. Wollte ich nur testen. Kaktusse. Warum wollen Sie das tun? Nein, gar nicht. Wir reden aneinander vorbei. Das ist verwirrend, gerade dieser Dialog. Da ist eine Stadt im Osten. Eisen. Ach, das Zeug liegt doch immer überall rum. Warum jetzt nicht? Eisen. Da! Tada! So, jetzt kann ich auf jeden Fall genügend Farming-Gedöns machen. 10 Stück. Haben wir 11 haben wir insgesamt. Woran hängt es jetzt? Am Nitrat. Da werde ich Abhilfe schaffen, sobald wir Benzin haben. Ja. So, dann hole ich mal die Wet Concrete Blöcke und mache schon mal ein Fundament für den Aufstieg sozusagen. Hm? Wir machen, wie breit machen wir es? Also zentraler Aufgang und dann 3x3, 5x5. Also der Aufgang unten würde ich Crafting Area, würde ich schon größer machen. Nein, also den Turm, der oberhalb liegt. 3x3 erstmal, ja. 3x3, nicht 5x5? Erstmal. Können wir nachher ausweiten noch. Das was nochmal verstärken, ne? Wenn sie sich da irgendwie durchzimmern sollten. Ja, 3x3, also für den Kern 3x3, aber außen 5x5 macht schon Sinn, ja. Ja, gut, dann machen wir das mit 12 Stück habe ich einstecken. Achso, genau, ich wollte es noch ansetzen. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Zement, Sand, Steine, Concrete Mix. Ja, leider braucht das Ding 8 Minuten 30, um so einen komischen Block hier hinzuzimmern, ne? Was für ein Block bitte? Also ein Red Concrete Block. Diese, wie viel sind das jetzt? Moment. 8 Minuten für 49 Red Concrete Blöcke. Ja. Und das ist ja Realzeit, das ist schon, puh. Das dauert so ein wenig, ja. Ja, ja. Das ist nicht so geil irgendwie. Wo machen wir das Feld? Muss das hatte ich jetzt vergessen, muss das an Licht sein? Ich glaube, es muss unterirdisch sein, ja, ich meine schon. Also, aber das ist mein Spielwissensstand von vor 18 Alphas. Ich glaube nicht, dass sie das gemacht haben, das wäre ist doof. So instabil. Hebt da oben einfach irgendwie 9x9 aus, weißt du, so einen Block runter. Na, ich könnte sie aufs Vordach machen, dachte ich. Ist halt nur die Frage, ob das statisch, obwohl die paar Blöcke wird das Ding aushalten, wa? Ich mach das. Mach die aufs Dach. Das dürfte ja nichts anziehen oder was ist ja irgendwie eine Kreischerin oder sowas in der Art. Nö, das nicht. Mein Bein hält noch 15 Minuten aus. Das ist ja, Glückwunsch. Na, fantastisch. So, und ich habe keine Schaufel dabei. Brauchen absolut dringend etwas zu essen. Aber warte mal, das Fleisch, hast du das Fleisch angesetzt? Nee, du wolltest Essen machen. Ach ja, als wüsste ich noch, was ich vorher geschwätzt habe. Was interessiert mich für Geschwätz vor 10 Minuten hier? Es waren vor 28 Minuten. Sehen Sie diese Regenbogenfarben, das sieht so schön aus. So, dann koche ich uns mal was. Und zwar Grilled Meat, ne? Das war das. Oder mit Wasser? Nee, ich kann das mit Wasser machen, das ist doch noch besser. Wasser ist noch besser, ja. Wie ist die Essenkiste? Ja. So, mehr als 20 wird hier eh nicht bei rauskommen. Boiled Meat. 20 Stück? Ja. Und den Rest hebe ich jetzt erstmal auf, das Fleisch, falls wir noch ein paar Eier kriegen. Ja, und wenn wir ein bisschen Mais haben, Mais und Kartoffeln ist somit das Wichtigste. Und Pilze. Das, was so ein Stew macht? Ja, zum Beispiel. Ja. Oder Steak und Fries und so Geschichten. Hm. Oh, was? Steak and Fries? Oh, jetzt kriege ich Hunger, ey. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ah, nee. Herzlich willkommen. Sodale. Sieht da gut aus. Hunger. Irgendwas schleicht da über mir.
So mal eine Bandage werde ich mal reinziehen. Ja, wir sind schon aufnahmetechnisch bei der zweiten Folge. Oh, es gibt Chili Dogs. Yeah. Oh. I like Chili. Chili Vanille. Nehme ich auch. Chili Dog nehme ich auch. Endlich gibt's was zu essen. Sehr, sehr nice, Dude. Oh. So, jetzt ziehen wir uns noch rein und dann müssten wir irgendwie bei... Oh. Was? Oh? Ja, ich glaube, ich habe einen Zombie und der ist irgendwie... Und der will nicht. Zombie hört nicht auf dich. Na, ich wollte, dass er... elektrisiert wird, aber es hat nicht funktioniert. Diese Badge-Ding, wie heißen die? Stun-Baiten? Ja, ja. Die sind ganz schön, da muss erstmal anwerfen, das Ding ist wie so ein Moped, was schwierig großartig anspringt. Ja. Aber mit der Flaming-Mod ist das noch lustiger. Wieso habe ich nur eine Leiter? Habe ich nur eine gemacht? So, ich setze das jetzt hier aufs Vordach. Und ich gucke mal, ob wir hier irgendwie rauskommen. Ich hoffe, der Mist bricht nicht zusammen. Das wäre natürlich richtig übel. So, mal hier hoch, das ist da drüber. Will man immer rausgehen? Kann man. Muss man aber nicht. Ja, ich überlege gerade, ob man nicht von innen reingeht. Das wäre ja die Schräge, weil man dann nehme ich mal so ein Blöckchen und schaufel mich mal hoch, box mich mal hoch. So, hier haben wir so ein schönes Vordach. Und ich dachte mir, wenn man jetzt hier was reinsetzt und schafft eine Ebene, setzen wir die Blöcke da drauf. Das kann sein. Das müsste gehen. Das müsste hier die Wand sein. Das heißt, hier senkrecht rein müsste es hochgehen. Ja. Meine Theorie ist, hat gesagt, ja. So, dann kommt man hier raus. Hier machen wir eine Leiter dran. Und dann machen wir hier oben die Pots hin. Die hier hin. Ich hoffe, ich unterschätze die Statik hier nicht. So, Basis weg. Oh. Kabums. So, dann das da rein, das da. Oh. Der 4 Iron Pickaxe. Weg. Du wieder hier oder ran lädt ein Zombie unten? Zombie. Haben wir Pilze, Pilzsporen oder fertige Pilze? Mehr Pilzsporen. Guck mal zwischen den Zehen. ich glaube, wenn, dann haben wir welche unten, können wir bestimmt aus der Höhle rauskriegen oder so, kann ich mir vorstellen. Ja, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Es war eine halbe Stunde Folge, wir wollten kürzer werden. Ja. Das machen wir nur von uns für euch. Genau. Hä? So, ich habe jetzt hier so einen Stufengarten angefangen, wie man sowas nennt. Okay, Terrassengarten. Ja, wie nennt man das denn? Terrassengarten? Ja, denk mal. Stufenhaufen. Können wir nämlich hier können wir noch ein paar von den Pflanzpötten so immer übereinander schieben. Hashtag, wie nennt man es denn? Hashtag, wie nennt man es denn? Das ist ein sehr schöner Hashtag. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ihr seid hoffentlich wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.